Herzlich willkommen zu einem neuen A Day in the Life Vlog von mir. Nach dem letzten Vlog könnt ihr euch bestimmt vorstellen, was heute auf euch zukommt. Die Abschlussfotos fürs Jahrbuch sind schon im Druck und heute werden noch mehr Erinnerungen festgehalten. Meine Lieben, heute ist der Tag, auf den ich so lange gewartet habe. Meine Abschlussfeier von der Highschool steht an. Es fühlt sich einfach großartig an. Erstmal frisch machen, eine Gesichtsmaske auftragen und sich zwischendurch stärken. Heute zählen nur positive Energie, alles Negative wird später unter der Dusche einfach weggespült. Nach dem Frischekick geht es eine kleine Runde Gassi mit Gizmo und an der frischen Luft fühle ich mich wie neugeboren. Die Sonne scheint, die Vögel zwitschern und ich bin bereit für das große Ereignis, denn heute wird alles positiv und alles dreht sich nur um mich. Ich war so aufgeregt, dass ich nicht wusste, wie ich die Zeit bis zu der Feier überbrücken sollte. Ein bisschen zocken am Computer? Hat nicht wirklich geholfen. Also musste Gizmo für ein paar Tricks herhalten. Und natürlich gab es für diesen Süßfratz jedes Mal eine leckere Belohnung und er hat sich super angestellt. Nach all der Action habe ich mich für ein kurzes Powernapping hingelegt. Und zack, war ich auch schon eingeschlafen. Kein Wunder nach den letzten schlaflosen Nächten. Dann war es endlich soweit, die Abschlussfeier. Der Saal füllte sich mit Menschen, die Stimmung war großartig, überall Lachen und strahlende Gesichter. Es war einfach so ein befreiendes Gefühl, all die Anspannung der letzten Woche hinter sich zu lassen. Die Reden der Lehrer und der Schulleitung waren inspirierend. Sie haben uns für unsere harte Arbeit gelobt und dafür, dass wir gemeinsam diesen großen Schritt im Leben geschafft haben. Dann war es soweit. Einer nach dem anderen wurde auf die Bühne gerufen, um die Urkunden zu erhalten. Als mein Name fiel, fühlte ich mich so stolz. Nach dem offiziellen Teil wurde das Buffet eröffnet und alle stürzten sich auf das Essen. Danach ging es zur Party. Wir tanzten, machten Fotos und ich dachte mir, das ist unser Tag, unser Sieg. Es war die perfekte Feier, unser Highschool-Abschluss. Und wir haben es einfach nur gefeiert. Doch während ich auf der Tanzfläche stand und das Leben feierte, passierte an einem anderen Ort etwas völlig Unerwartetes. In einem kleinen Vorort nahm die Polizei eine Person fest. Es war Virginia, eine der Personen aus dem Überwachungsvideo. Als die Polizisten das Haus betraten, fanden sie meine Mutter, Chloe. Sie näherte sich ihr und sagte, sie sei jetzt in Sicherheit, aber das war sie nicht. Meine Mutter zog ein Messer und stach auf die Polizistin ein. Was ist nur falsch mit dir? Sie wurde sofort überwältigt und festgenommen. Was ist nur aus ihr geworden?
Und damit endet dieser Tag. Ein Tag, der so voller Freude begann, aber mit einer schockierenden Wendung geendet hat. Danke, dass ihr dabei wart. Lasst ein Like da, kommentiert und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bye, eure Sherry. All the